Hey, da was geht ab, Leute? Hunger. Heute mit einem Video zu Kyogre, wie der Titel schon sagt. 100% bin ich endlich begegnet. Technisch gesehen mein erster 100er, dem ich begegnet bin. Ich habe mal einen 100er Suikun für meine beste Freundin gefangen. Und ich muss sagen, bei dem Suikun hatte ich ein bisschen mehr Eierschlackern als jetzt bei meinem eigenen, weil der Druck viel höher war. Erstens für sie, für eine andere Person zu fangen. Und zweitens immer einfach Farbe aufzuwerfen. Kyogre zu der Zeit, weil jetzt wurde es geändert mit dem Update und jetzt ist er auch leicht zu fangen und auch eigentlich mit jedem Wurf einfach fabelhaft. Und da, wo ich dem begegnet bin, da war es noch schwierig, so richtig schwierig. Da, wo die ganzen Leute gelitten haben und sich beschwert haben und 1 und 5 und sowas hatten. Mir ging es eigentlich nicht schlecht mit Kyogre. Ich hatte die meisten eigentlich gefangen. Aber schauen wir uns das erstmal an. Drücke ich hier auf Play, Moment, Sound weg und Play. So. Easy besiegt. 12 Leute, das war der Triggerversuch sogar im Irrgarten, Lüppert Park. So, 23, 28. Okay. Keine Sonderbonbons, leider. Glück sei an, 20.000. So, nur 8 Bälle als Gelber. Was auch sonst. Es dauert immer ein bisschen, ich werde wahrscheinlich ein bisschen schneiden, weil der immer an der Seite richtig lange bleibt. Dann zeige ich euch halt nur, wann ich werfe und keine Ahnung. Ihr seht es jetzt, er bleibt einfach nur an der Seite. Okay, jetzt endlich. So. Erster Ball. Schlecht geworfen. Also da habe ich noch versucht, nur auf Great zu gehen, weil Great da eigentlich relativ konstant ging noch, nur einfach fabelhaft war da noch nicht gemeistert. Wieder an der Seite. Hört sich gar nicht auf zu bewegen. Wieder kein Great. Traurig. Nicht drin geblieben, natürlich nicht. So. Endlich great. Bisschen beruhigt. Bisschen konzentriert. Und leider immer noch nicht. So. Ich werfe und werfe. Great, 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 great. Er fliegt immer raus und raus. Und jetzt kommt der letzte Ball. Ich will das gar nicht nochmal zeigen. Jetzt kommt der letzte Ball. Und er fliegt leider raus. Tot. 100% Kyogre, weg. Ich blende es hier nochmal ein. Geflüchtet. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wieso ich am Sonntag so abgefuckt war. So enttäuscht. Es lag gar nicht an den Mewtwo's und den Triggerversuchen und dass ich keine Einladung bekommen habe, sondern daran, dass mir 100% Kyogre geflogen ist. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, wir beenden das Video hier einfach. Hey, das Spaß, Leute! Ich habe den natürlich gefangen. Jetzt blende ich hier ein. Bam! 100% Kyogre. Richtig saftig. Und das war noch da, wo er schwierig war. Und ich habe echt von vielen Leuten gehört, dass die den nicht gefangen haben. Weil das damals auch so schwierig war. Und jetzt, wo Niantic das geändert hat, ist es halt richtig ärgerlich für die ganzen Leute, die den 100er verpasst haben. Oder 98. Aber jetzt ist Kyogre richtig leicht zu fangen. Das macht mich sogar noch ein bisschen stolz auf den. Mein erster 100er, dem ich begegnet bin. Theoretisch gesehen der zweite 100er, den ich fange, aber der erste für mich selber. Und bestes Wasser-Pokémon. Den werde ich auf jeden Fall maxen. Bin schon fleißig am Bonbon sammeln. Überall, wo es geht, ein paar Raids machen. Aber das Wetter ist richtig tot. Also da geht nicht viel zusammen. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Kyogre ist. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.